Istanbul, Nahtstelle zwischen Asien und Europa und heimliche Hauptstadt der Türkei. Die Megacity am Bosporus ist auch Drehkulisse von Schauspieler Erol Sander. Über den Dächern des Bazars haben wir vor James Bond die Verfolgungsjagd gedreht für unseren Krimi. Wir spielen Mäuschen im ältesten Hammam der Stadt. Drehen uns mit den skandalträchtigen bunten Derwischen. Und erleben die Kultur und das Nachtleben Istanbuls. Erol Sander zeigt uns die Lieblingsplätze in seiner Geburtsstadt, erkundet mit uns sein Revier, in der Moderne und Tradition sich die Hand geben. Ich habe jetzt 48 Stunden Zeit, euch ein bisschen Istanbul zu zeigen. Erol Sander. Er ist ein bekanntes deutsches Fernsehgesicht. Mit türkischen Wurzeln. Ben Urcun Selahattin Salihoğlu. Size benim İstanbul'u göstereceğim. Und er wird uns mit der türkischen Lebensart vertraut machen. Denn Istanbul ist mehr als nur ein Urlaubsdomizil für ihn. Ich bin in Istanbul geboren, 1968. Ich bin mit 5 Jahren nach Deutschland und habe Istanbul und die Türkei eigentlich nie so wirklich entdeckt. Aber durch die Mordkommission, die Reihe, die ich die letzten 10 Jahre gedreht habe, hatte ich eigentlich die Möglichkeit, diese Stadt wirklich zu entdecken. Eine Stadt mit 2000 Jahre Geschichte, mit so vielen Geheimnissen und Mythen. Meine Heimat ist Deutschland, weil ich mich da zu Hause fühle, weil ich da aufgewachsen bin. Aber so der Ursprung ist die Türkei. Und das hat man auch irgendwie ein bisschen im Blut. Ja, ich habe jetzt 48 Stunden Zeit, euch ein bisschen Istanbul zu zeigen. Ich glaube, so, es gibt so wichtige Plätze, die, wenn man nach Istanbul zum ersten Mal kommt, auf jeden Fall sehen sollte. Und die werde ich euch zeigen. Als erstes führt uns Erol Sander auf die Galata-Brücke. Hier kann man die Fischer beobachten und hat einen Paradeblick auf das historische Istanbul. Und natürlich den Bosporus. Der Bosporus, die Lebensader der Stadt. Ein Meerarm, der die Stadt Istanbul auf 2 Kontinente verteilt. Asien und Europa. Und der Bosporus zählt zu einer der meistbefahrenen Schifffahrtsstraßen der Welt. Auf den Asphaltstraßen Istanbuls herrscht auch Trubel. Über 3 Millionen registrierte Fahrzeuge sind hier täglich unterwegs. Eine harte Bewährungsprobe für alle. Merhaba. Istanbul. Eine Stadt inoffiziell mit 20 Millionen Einwohnern. Ein Hammerverkehr. Ich bin gespannt, wie lange ich brauche, von A nach B zu kommen. Aber ich bin mir so 100%ig sicher, dass ich in einen Stau komme. Es ist immer eine große Überraschung, wann man wo ankommt. Die Megacity wächst rasant und mit ihr der Verkehr. Allein in den letzten 10 Jahren sind 3 Millionen Einwohner hinzugekommen. Trotz dem Ausbau des Straßennetzes und Nahverkehrs kommt die Stadt den Anforderungen kaum hinterher. Eine weitere Folge des massiven Zuzugs, ein Mangel an Wohnraum. Um den zu kompensieren, herrscht in Istanbul ein regelrechter Bauboom. Überall schießen Hochhäuser aus dem Boden und verändern zunehmend die Skyline der Stadt am Bosporus. Noch rechtzeitig geschafft. Erol Sander beim Barbier. Wollen Sie eine Rasur? Ja. Setzen Sie sich. Danke. Eine Nasrasur? Ja. Gerne. Sie haben noch Haare an den Wangen und die an den Ohren können wir auch entfernen. In Ordnung. Das ist das erste Mal wirklich beim Barber. Ich bin noch nie in meinem Leben zum Barber gegangen. Ich bin fast 50 Jahre alt und ja. Aber es ist immer ein erstes Mal und das mache ich für euch.
Eine türkische Rasur ist ein echtes Erlebnis. Erstmal einschäumen. Und dann heißt es, allen Mut zusammennehmen. Denn so ein Rasiermesser ist sehr scharf. Da kann auch mal etwas schief gehen. Meine erste Rasur habe ich bei meinem Vater gemacht. Und dabei habe ich ihn an drei Stellen geschnitten. Hier, hier und hier. Beim zweiten Mal hatte ich große Angst und habe meinem Vater gesagt, ich mache das nicht mehr. Doch mein Vater sagte, wenn du jetzt aufgibst, wirst du das nie lernen. Bring's zu Ende. Aber bei der ersten Rasur waren es drei Schnitte. Gut, Erol, jetzt sind deine Ohren an der Reihe. Ich werde die Haare dort entfernen. Und das wird hier in der Türkei nicht mit einem Haartrimmer, sondern mit Spiritus und Feuer gemacht. Ich hoffe, du hast keine Angst vor Feuer. Nein, ich habe keine Angst vor Feuer. Du wirst nicht brennen. Okay. Wow. Ich kann das riechen, ja. Also ich kann meine Wie ein türkischer Kebab riechst du. Türkisch Kebab-Ohren von Erol. Die Haare noch. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Noch die Haare an der Wange. Weißt du was? Nicht mal dein Vater hat dich so gewaschen. Nach der Feuerprobe wird es jetzt richtig entspannt. Eine Massage ist hier Teil des Barbierbesuchs. Bist du entspannt? Ja, danke. Kann ich noch was für dich tun? Nein, danke. Noch Parfüm? Nein, danke. Ich finde das schön, nostalgisch. Ich finde es schön, hierher zu kommen. Und vielleicht hat man auch ab und zu die Zeit nicht dazu, um das zu machen. Ich schon und mache es auch gerne. Aber es war ein gutes Erlebnis und ich komme bestimmt wieder. Bye, bye. Weiter geht's ins historische Istanbul. Die blaue Moschee, die Hagia Sophia, deren Grundstein bereits im 6. Jahrhundert gelegt wurde. Und der Galata-Turm. Alles architektonische Highlights der Stadt. Nur ein paar hundert Meter weiter ist die Istiklal Caddesi. Mit knapp 3 Kilometern ist sie die längste Fußgängerzone der Metropole. Wer nicht laufen möchte, kann die historische Straßenbahn nehmen oder unterirdisch fahren. Also wir sind hier im Tunnel. Die führt direkt vom Taksimplatz hierher, über die Istiklal, eine der größten Einkaufsstraßen in Istanbul. Und der Tunnel, das ist eine Metro, die zweitälteste Metro der Welt, die ist 143 Jahre alt. Und jeder, der Istanbul besucht, sollte auf jeden Fall mit dem Tunnel gefahren sein. Der Tunnel, eine unterirdisch verlaufende Standseilbahn. Erbaut 1875 von einem französischen Ingenieur. Im Auftrag von Sultan Abdulaziz. Also für die zweitälteste Metro der Welt ist das schon ganz schön laut. Ich weiß nicht, ob ihr mich hört oder nicht, aber es ist sehr laut. Gerade mal eine Station und 606 Meter misst die Fahrstrecke und ist damit nicht nur die zweitälteste, sondern auch kürzeste Untergrundbahn der Welt. So, wir sind hier in Karaköy, eine Hafengegend. Früher sehr dunkel, man konnte sich nachts hier nicht bewegen. Es war so eine Art inoffizielle Rotlichtgegend. Und es gibt eine Person, eine Freundin von mir aus München, die hat das verändert. Karaköy liegt in Europas Neustadt. Im einst verruchten Hafenquartier ist das Boutique-Hotel Sub zu finden. Hier hat eine Deutsch-Türkin das Sagen. Herzlich willkommen, ja. Gut, wie geht's dir? Gut, sehr gut, sehr gut. Danci dam sungur. Kimse benimle başa çıkamaz. Die umtriebige Geschäftsfrau hatte schon früh einen Riecher für das aufstrebende Arbeiterviertel.
2010 habe ich gesehen, dass viele Künstler hier eingezogen sind, einfach weil die Mieten so günstig waren, weil es direkt am Hafen liegt. Und man weiß ja, wo die Künstler sind, da kommen dann auch andere nach. Und dann habe ich mich entschlossen, ein Hotel zu eröffnen. Und das hat andere Investoren angelockt, die das Rotlichtviertel lange mieten. Zu Recht. Das war eine sehr heikle Zeit, denn als ich das Hotel noch gegründet habe, konnte ich alleine nicht auf die Straße. Sobald es dunkel wurde, wurde ich quasi gefragt, wie viel eine Stunde oder zwei kosten. Denn es war ja berüchtigt für die Prostituierten. Wir hatten auch hier an der Tür 24 Stunden Security. Jetzt zeigt sie Erol das neue Karaköy. Inzwischen ein Hotspot in Istanbul, in dem sich vor allem junge Einheimische und Touristen zu jeder Tageszeit vergnügen können. Jetzt hat sich das Viertel total verändert. Man geht hier nachts weg, man geht einkaufen, flaniert in den Straßen und ist einfach nur im Café und unterhält sich nett. Prostitution gibt's hier keine mehr. Die jungen Istanbuler haben sich Karaköy zurückerobert. Und wer heute das Viertel besucht, auf den wartet in jeder der kleinen Gassen eine neue Entdeckung. Und wer alteingesessene Läden sucht, auch der wird in Karaköy fündig. Und jetzt zeige ich dir einen Ort, wo du bestimmt noch nicht da warst. Ja. Und zwar der älteste und berühmteste Zimitladen. Der älteste ja. Und schau mal, ich kenne die Leute auch. Wow. Merhaba. Merhaba. Ah, schau mal, die backen gerade. Ja. Da habe ich eine Idee. Darf er auch mal Zimit machen? Soll er kommen, ich bring's ihm schon bei. Okay. Mir noch mal was. Okay. Kann ich so Handschuhe haben? Super. Jetzt darf sich Erol als Bäckergehilfe ausprobieren. Die dicken Stellen musst du dünner ziehen und dann rund formen. Und leicht draufdrücken. Oh. Mach ich. Bis es nicht mehr anklebt. Ah, jetzt habe ich's verstanden. Bei Allah, jetzt habe ich's. Simit, ein salziges Hefeteiggebäck, das mit Sesamkörnern ummantelt wird. Also wir in Bayern haben wir die Brezen und hier gibt es halt in der Türkei den Simit, ganz Türkei. Und ich erinnere mich früher, als ich in Eminönü war, da waren die ganzen Simit-Verkäufer, die gibt es ja heute auch noch, die auf den Straßen herumlaufen und die Simits verkaufen. Und dann hieß es immer Simit, 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 Simit. Ja, ja. Ich liebe Simit. Also das kann man dann auch mit Käse essen, mit Schafskäse belegt. Und dass ich das jetzt so selber mal machen darf, ist was ganz Besonderes. Durfte ich noch nie und ich finde eine große Erfahrung. Simit formen im Akkord. Ganz schön schweißtreibend. Das ist ja gut, ja. Das ist ja gut. So richtig? Ja. Danke. Noch eine? Ja. Während Erol sich weiter in der Kunst des Backens übt, trifft sich Cidem mit ein paar Freundinnen für ein typisch orientalisches Vergnügen. Die Damen gehen in ein orientalisches Badehaus, den Hammam. Das Dampfbad, auch türkische Sauna genannt, ist seit dem Osmanischen Reich ein wichtiger Bestandteil der Badekultur. Erfüllt aber auch soziale Zwecke. Eigentlich ist es ja ein Ritual, um sich zu reinigen. Früher hatte man nicht in jeder Wohnung ein Bad, so wie heute. Und darum ist man in diese öffentlichen Bäder gegangen, um sich zu reinigen, aber auch, um mit den anderen Frauen, beziehungsweise die Männer mit den Männern, zusammenzukommen, einen Tratsch zu haben, vielleicht über Neuigkeiten sich auszutauschen. Heute gilt das Hammam als Wellness-Erlebnis aus 1001 Nacht. Und manchmal wird hier Ausschau nach Bräuten gehalten. Und bei den Frauen war das ganz besonders wichtig, und das ist auch immer noch Tradition, dass die Mütter, die Söhne haben, die im heiratsfähigen Alter sind, gerne mal ins Hammam gehen und sich die Frauen von nahem anschauen. Denn die kann man ja eigentlich nicht so im Freien sehen. Der nächste Schritt ist die Vorbereitung zur Ganzkörperbehandlung auf dem heißen Nabelstein. Im Zentrum der Marmorhalle.
Körper ist sowieso Kult. Also es dreht sich viel um Schönheit hier. Natürlich auch wegen der Tradition, dass man einen Mann haben sollte, der wohlhabend ist, gut aussieht etc. Und da gehört Schönheit dazu in unserer Kultur. Nach Sauberkeit kommt dann zum Beispiel, dass man sich enthaart, regelrecht alle 2 bis 3 Tage beim Friseur ist, sich entweder die Nägel machen lässt oder die Haare föhnt, die Augenbrauen werden gezupft. Und Schönheit ist eigentlich das A und O. Dann gehört das Hammam da auch dazu. Zunächst befreit die Bademeisterin, die Natir, die Haut von Schmutz und abgestorbenen Hautpartikeln. Bei der anschließenden Massage wird der Körper von Kopf bis Fuß in eine duftende Schaumwolke gehüllt, die von der Natir mit Hilfe eines in Seifenlauge getränkten Leinensacks kunstvoll hergestellt wird. Ich fühle mich fantastisch und glücklich, wie nach einer Meditation. Entspannt und unter sich. Gemischte Hammams gibt es in Istanbul kaum. Ich möchte kein gemischtes Hammam. Wir haben uns hier eine kleine Welt der Frauen geschaffen. Und ja, wir haben hier sehr viel Spaß. Um den Tag im Hammam abzurunden, wird nach der wohltuenden Badezeremonie noch ein schwarzer Tee aus Tulpengläsern getrunken. Tee ist Kulturgut in der Türkei und gehört zu jedem guten Gespräch dazu. Und, werdet ihr heiraten? Wohl erst, wenn wir Kinder wollen. Jetzt leben wir einfach so zusammen. Wozu heiraten? Wir leben ja schon wie ein Ehepaar. Wenn wir Istanbulerinnen uns treffen, besonders im Hammam, geht es natürlich immer um die Liebe. Um die große Liebe, um die Männer. Wir reden darüber, was in unserem Leben vorgeht und was die Männer nebenan wohl machen. Wenn man die Kleider vom Leib lässt, lässt man eigentlich auch einige Geheimnisse von sich los und hört Geschichten von Freundinnen, die man vielleicht so im Café nicht so hören kann. Also es geht da richtig intim zu, im Sinne von sich austauschen sozial. Zurück zu Erol Sander. Der Schauspieler führt uns in sein ganz persönliches Lieblingslokal. Im Köşke Olu esse ich immer Iskender und Lahmacun, auch wenn es spät abends ist. Und dazu ein Joghurt und Patlıcan. Das ist so eine Aubergine gebraten auf Feuer und das Innere wird dann genommen, mit Knoblauch versetzt und so, und das schmeckt sehr, sehr lecker. Lecker, lecker, lecker. Mahlzeit. Traditionelle türkische Küche. Was schmeckt ihm noch? Mein Ursprung ist türkisch, aber es gibt natürlich auch eine italienische Küche, die ich sehr begehre, eine chinesische Küche, die ich sehr begehre. Ich liebe aber auch einen Schweinsbraten mit Semmelknödel und einen Kaiserschmarrn auch. Also man soll ja aus allen Küchen genießen und die türkische ist eine besondere Küche und die gefällt mir auch sehr und deswegen freue ich mich jedes Mal, wenn ich hier bin, etwas zu essen. Sehr gut. Sehr gut. Istanbul, eine Stadt der Vielfalt, auch in religiöser Hinsicht. Hier lebt nicht nur der Großteil der Christen in der Türkei, sondern auch diese Frau. Was sie wagte, hat in der islamischen Welt für Aufruhr gesorgt. Ben Selcan ve aslında hepimiz biriz. Selcan ist 24 Jahre alt. Sie wirkt weltlich, ist aber eine tief religiöse Muslimin. Und sie ist ein weiblicher Derwisch. Sie dreht sich, obwohl das nur Männern vorbehalten ist. In ihrer Glaubensgemeinschaft denkt man liberal. Das war lange ein Skandal. Doch sie weiß das für sich einzuordnen. Die Menschen, die in die Moschee gehen, haben keine Ahnung vom Sufismus. Sie unterscheiden zwischen Mann und Frau. Bei uns in der Gemeinschaft machen wir keine Unterscheidung nach Geschlechtern, sondern betrachten den Charakter und deswegen drehen wir uns auch gemeinsam.
Dass Frauen nicht gleichberechtigt sein sollen, akzeptiert Seljan nicht. Weibliche Derwische gab es bereits Jahrhunderte zuvor. Das belegen historische Überlieferungen. Im 17. Jahrhundert hat sich die Enkelin eines berühmten Derwischs öffentlich gedreht. Und weil mein Lehrer diese Wahrheit kennt, machen wir auch unbeirrt gemeinsam weiter. Der Sufismus ist die mystische Richtung des Islam. Gott wird über das Gebet gesucht. Das Gewand der Derwische hat dabei symbolische Bedeutung. Es steht für den Tod des Egos. Die Kopfbedeckung symbolisiert den Grabstein. Sobald wir ihn aufgesetzt haben, lösen wir uns von der hiesigen Welt und sprechen nicht mehr. Das Kleid symbolisiert ein Leichentuch. Und wenn wir es angezogen haben, kommt darüber der Mantel, der ein Grab darstellt. Hier noch die Schuhe, die wir anziehen. Die Schuhe sind dazu da, dass wir den Boden besser fühlen und im Gleichgewicht bleiben. Das Derwischgewand ist traditionell weiß. Doch auch hier gehen die weiblichen Derwische neue, bunte Wege. Sie sind Gottes Blumengarten. Seljan besucht mehrmals die Woche ihr Gemeindezentrum. Über meditative Musik und Sema, wie das drehende Gebet genannt wird, suchen die Gläubigen die Verbindung zu Gott. Letzte Vorbereitungen, bevor es endlich losgeht. Ich und das ganze Universum drehen sich. Die Erde dreht sich um die Sonne. Und wir uns um die endlose Schönheit von Allah. Die Derwische drehen sich bei der Sema-Zeremonie dreimal für mehrere Minuten. Ihr Ziel, sich in Ekstase zu versetzen. Im Rauschzustand spüren sie die Gegenwart Gottes am stärksten. Wie fühlt es sich an? Wenn man sich dreht, ist man völlig abgeschottet von der Welt. Man hört nichts mehr. Man sieht nicht, wer neben einem ist, wer einen ansieht. Man ist völlig versunken in sich selbst. Ich weiß gar nicht, wie ich dieses Gefühl beschreiben soll. Es fehlen mir die Worte dafür. Seljan nimmt uns mit zu ihrem Lieblingsplatz über den Dächern Istanbuls. Sie zeigt uns, wie man sich richtig dreht. Der linke Fuß muss immer am Boden bleiben. Der rechte dreht sich um den linken. Und immer, wenn er den Boden berührt, muss man Allah sagen. So drehen mit dem linken Fuß, mit dem rechten einmal rum und Allah. Hat man einmal den Dreh raus, kann man sich minutenlang um die eigene Achse drehen, ganz ohne Schwindelgefühl. Es gibt keine Regel, wie lange man üben muss, ehe es gelingt. Bei mir waren es 2,5 bis 3 Monate. Drehend beten und zu Gott finden. Auch ein Recht der Frauen. Der Fährhafen im Stadtteil Kadıköy. Fähren sind ein beliebtes Verkehrsmittel in Istanbul und zur Rush-Hour die schnellste Möglichkeit, die Kontinente zu wechseln. Wenn die Abenddämmerung einsetzt, zeigt sich vom Wasser aus ein malerisches Istanbul.
Es gibt so Momente, die mein Istanbul am besten charakterisieren, ist, wenn ich auf so einem Vapo bin und von Kadıköy nach Karaköy fahre. Wir sind mitten auf dem Meer, auf dem Bosporus. Es ist eine ganz gewisse Ruhe, ein bisschen diese leichte Brise. Da kriegt man da kommt man so richtig drunter und man kann es wirklich genießen. Das ist so für mich der Moment, den ich eigentlich sehr genieße. Übrigens, das ist Üsküdar, da bin ich geboren. Und auf der europäischen Seite ist etwas, was mir sehr, sehr, sehr gut gefällt. Das neue Stadion von Beşiktaş, mein Lieblingsverein in Istanbul. Wenn es in der Metropole Abend wird, zeigt die Stadt sich in einem neuen Licht. Die Straßen sind voll von Nachtschwärmern, die sich amüsieren möchten. Ein typischer Abend beginnt in einer der Seitengassen, der İstiklal Caddesi. Hier in der bekannten Çiçek Pasajı werden unter freiem Himmel alte Volkslieder zum Besten gegeben. Die Menschen hier sind glücklich, herzlich und gastfreundlich, wie wir in Deutschland. Ich bin hier in einem Gebäude, das Çiçek Pazarı heißt. Die Gebäude wurden damals im 19. Jahrhundert von den Franzosen gebaut. Oben waren die Residenzen der reichen Leute und hier unten war es ein Shopping Mall. Und dann kam irgendwann mal ein Blumenladen und irgendwann kamen dann die Restaurants. In historischem Ambiente werden traditionelle Gerichte aufgetischt und natürlich Anis-Schnaps. So, das ist das Nationalgetränk in der Türkei. Rakı. Wir Deutschen haben unser Bier, die Türken haben ihr Rakı. Ich erkläre mal, wie ich den Rakı trinke oder wie ich es zumindest bei anderen Leuten abgeschaut habe. Wir haben eine Flasche Rakı, gießen das in das Rakı-Glas ein. Je nachdem, wie der Abend verlaufen soll, mehr oder weniger. Dann gibt es etwas Eis, damit das Getränk auch schön frisch ist. Und das Ganze wird ein bisschen verdünnt mit Wasser. Und dann wird es so weißlich. Şerefe. Oder auch Prost. Jetzt kann es auf die Piste gehen. Am besten lässt man sich einfach treiben. Die Partyszene in Istanbul ist legendär und verspricht außergewöhnliche Einblicke in die islamisch geprägte Stadt. Hier gibt es unzählige Bars und Clubs und es kommen immer neue hinzu. Getanzt, getrunken und gefeiert wird bis in die frühen Morgenstunden. Egal wer du bist oder woher du kommst, jeder ist willkommen. Zurück in Istanbul. Wo einst die Stadtmauer von Konstantinopel stand, ist heute einer der größten Basare der Welt zu finden. Der Kapalı Çarşı, über den ein italienischer Schriftsteller einst schrieb: Kein Verliebter kann diesen Basar durchschreiten, ohne es wie ein Unglück zu empfinden, nicht Millionär zu sein. Wir sind hier an einem der Eingänge zum großen Basar. Ein Muss, Klischee, aber ein Muss in der Türkei. Hier hat Erol Sander in der Vergangenheit bereits gedreht. Und hier oben rechts, über den Dächern des Basars, haben wir vor James Bond die Verfolgungsjagden gedreht für unseren Krimi. James Bond hat das natürlich ein bisschen getoppt, indem sie das Ganze mit dem Motorrad gemacht haben. Und da ist der Eingang, da werde ich jetzt reingehen und versuchen, einen Teppichhändler zu finden, mit dem ich handeln kann. Kapalı Çarşı nennen die Istanbuler das überdachte Geschäftsviertel, das im 15. Jahrhundert angelegt wurde. Ein Labyrinth aus Ladengassen. Es beherbergt rund 4000 kleine Geschäfte. Hier gibt es einfach alles. Nur keine Festpreise. Handeln bestimmt den Endpreis.
garantiert eine Herausforderung bei den gewieften Geschäftsleuten. Die Teppichhändler im Capodichaso, ich glaube, die sind geschult, einen Käufer dazu zu bringen, wirklich mit einem Teppich nach Hause zu fahren. Ja, ich werde jetzt mal reingehen und werde so tun, als ob ich sehr interessiert bin, einen Teppich zu kaufen und will eigentlich gar keinen Teppich kaufen. Schau mir einfach mal an, wie weit ich bei diesem Handel gehen kann. Merhaba. Merhaba. Bonjour, Alins. Hallo. Hallo. Ich bin aus Deutschland. Wir können auch gerne Deutsch sprechen, wenn Sie wollen. Wow, super, super, super. Also ich suche einen Teppich für meinen Eingang. Kilim oder Teppich? Kilim kann auch sein, oder 1,5 Meter. Kennen Sie das Unterschied zwischen Kilim und Teppich? Sie können es mir erklären. Okay. Das ist ein Kilim. Das ist eine kleine Kilim. Ja. Die werden gewebt. Ja. Und das ist ein kleines Teppich. Der wird geknüpft. Wow. Ein Teppich soll es sein. Und schon hat sich ein geeignetes Exemplar gefunden. Okay, und was kostet so ein doppelgeknüpfter Kilim? 2.800 Euro. Oh, okay. Ist also wirklich ein Geschenkpreis. Naja, 2.800 Euro ist viel Geld. Ja. Die Herren reden sich noch warm. Es wird wohl noch etwas länger dauern, ehe das Handeln um den Teppich beginnt. Währenddessen zurück auf Istanbuls Straßen. Sie sind überall und prägen das Stadtbild. Katzen. Hunderttausende der Samtpfoten leben hier. Herrenlose Streuner, wie viele genau es sind, weiß niemand. Eins ist sicher. Istanbul ist Europas Katzenhauptstadt. Ich bin Gülcan und ich habe 1000 Kinder. Gülcan ist aus Deutschland angereist. Die Deutsche mit türkischen Wurzeln ist Tierschützerin aus Leidenschaft. Ihr Einsatzort, das Gelände rund um die altehrwürdige Fatih-Moschee. Hier haben bis vor kurzem noch 600 Katzen gelebt. Ich habe diese Moschee vor 10 Jahren entdeckt. Per Zufall. Ich war hier in Istanbul, wollte Urlaub machen und bin zufällig an dieser Moschee vorbeigelaufen und habe am Eingang um die 30 Katzen gesehen. Und ich war schon immer tierlieb. Ich wollte sie einfach mal streicheln, bin zu den Katzen gelaufen. Und beim näheren Betrachten habe ich festgestellt, dass alle sehr krank waren. Für Gülcan war es der Startschuss zur Gründung des Vereins Katzenhilfe Türkei. Seither kümmert sie sich mit einem Team aus Ehrenamtlichen um die schutzlosen Tiere. Sie lassen die Katzen medizinisch versorgen und kastrieren und geben ihnen täglich Futter. Wir haben hier die Katzen versteckt hinter diesem großen Generator. Hier sind sie ein bisschen abgeschottet und gerade hier bei diesem Platz verstecken wir die Minis. Wie ihr seht, haben wir ganz viele kleine Kitten. Wir haben eine Mutter hier. Ich muss hinzufügen, die Kitten sind nicht von dieser Mutter. Vielleicht hat sie nur eine oder zwei. Das sind alles fremde Kitten, die ohne Mutter hier ausgesetzt werden. Tierschutz hat in der Türkei bisher noch keinen großen Stellenwert. Misshandlung und Vergiftung der Tiere sind an der Tagesordnung. Die sieht so etwas verloren aus und hungrig. Die kommen jetzt erstmal an die Milchbar. So, hier haben wir die Milchbar. Die Kleinsten bekommen eine Sonderbehandlung. Lila, was ist das? Das ist Babyfutter. Milch, Wasser, Eigelb, Zucker. Und ganz wenig Butter. Das Ganze wird leicht erwärmt. Das mögen sie gern. Und das ist nahrhaft. Ein Katzenjunges ist etwas abseits. Es ist zu schwach, um an die Futterstelle zu kommen. Schau mal, Lila. Oh, die ist krank. Die muss in die Tierklinik. Sieht nach Parasiten aus. Der Bauch ist dick. Wahrscheinlich Würmer. Die sieht nicht gut aus. Ab in die Klinik. Ja, die muss in die Klinik. Ich darf nicht alles an mich ranlassen, sonst funktioniert der ganze Tierschutz nicht. Es war auch mal vor 10 Jahren, als ich angefangen habe, ein bisschen anders.
Mir tut die Katze sehr leid. Ich werde alles versuchen, ihr zu helfen. Wenn ich es nicht schaffe, habe ich aber alles Möglichste getan. Noch ein zweites Jungtier muss zum Tierarzt. Die nehmen wir mit und wir kriegen euch wieder hin. Ja. Okay, Lela, ich fahre jetzt zur Klinik. Ich danke dir. Ich danke dir. Ich mache mich auf den Weg. Mit den kranken Tieren geht es im Eiltempo in eine nahegelegene Tierklinik, die von einer Mitstreiterin betrieben wird. Ohne Zusammenhalt geht hier nichts. Was hat sie? Katzenschnupfen vielleicht? Ich untersuche sie erstmal. Die Schleimhäute sind sehr weiß. Und sie hat erhöhte Temperatur. Ohne medizinische Hilfe verenden Katzen wie diese schon an kleinen Infektionen. Das Leben auf der Straße macht vor allem die mutterlosen Jungtiere anfällig für Krankheiten. Es sieht aus, wie wenn sie jetzt Katzenschnupfen hat, aber im ersten Stadium, freue mich. Man kann sie auf jeden Fall behandeln und sie wird auf jeden Fall durchkommen. Glück gehabt. Vielleicht haben Gülşan und ihr Team heute ein Katzenleben gerettet. Also, ich habe jetzt die Fotos gemacht. Wir versuchen ein Zuhause zu finden für die Katze. Das Foto kommt auf Social Media. Wir werden sie teilen. Wir hoffen, dass sie ein Zuhause findet. Wenn nicht, muss sie leider auf die Straße wahrscheinlich. Aber ich glaube schon, dass es geht. Ja. Zurück bei Grenzenlos in Istanbul. Im großen Basar handelt Schauspieler Erol Sander um einen Teppich. Und hat eine Strategie, um den Preis zu drücken. Und was ist hier passiert? Hier ist schon mal irgendwas zerrissen worden oder so. Es hat Reparatur gehabt. Reparatur. Da gibt es einen Rabatt auf jeden Fall. Warum Rabatt? Das muss sein am Alter. Guck mal. Ich bin auch schon alt, ich habe auch kleine Reparaturen. Ja, das war ein guter Ausdruck. Das ist ein 1:0 für Sie. Ja, ist ein Einzelstück, ist ein Unik. Ich biete Ihnen die Hälfte. Bitte? Das könnte wohl nicht wahr sein. 1400. Nein, das vergiss mal. Sag mal einen neuen Preis. Das geht nicht, 1400. Okay, also, okay, 1430 Euro. Bitte? 30 Euro nur? Also, wie bringst du das? Über den Herz nur 30 Euro, also ehrlich. 1450 Euro. Nein. Ja, natürlich. Für dich 2680. 2000 ist ein Entgegenkommen. Also wenn zwischen 1550, dann würden wir bei 2000 Euro liegen. Geht leider nicht. Ist immer noch zu tief. Ich kann für dich einen Preis sagen. 2350. Und das ist der Preis, was ich machen kann. 2050 Euro ist für mich die absolute Grenze erreicht. Ja. Keine Einigung also. Erols Fazit? Immerhin habe ich es geschafft, mit ihm fast 18-19% bin ich runtergekommen. Aber das ist kein großer Erfolg. Ich denke mal, mein Geldbeutel sagt 2000 Euro. Ich denke, dass er, wenn er eine Nacht drüber geschlafen hat, dass er morgen wieder zurückkommt. Ein letzter Moment der Ruhe, bevor Erol seine Heimreise nach Deutschland antritt. Dazu gibt es türkischen Mokka und ein bisschen Maki. Ein Blick in die Zukunft? Der Mokka gehört genauso zu Istanbul wie die Kunst der Weissagung. Muss ich das umdrehen? Ja. Kaffeesatz lesen gehört zu einer Istanbul-Reise dazu. Nicht vergessen, in ein türkisches Kaffee gehen und einfach mal die Zukunft voraussagen lassen. Gedeutet werden die Rückstände des Kaffees in der Tasse. Ich will es Ihnen so sagen. Sie werden ein großes Geschäft abwickeln und Sie werden dabei viel Geld verdienen. Es wird alles sehr gut laufen. Das Geschäft wird florieren. Ihre Arbeit wird sehr gut werden. Denken Sie daran.
Das möchte ich gerne festhalten. Vielen Dank. Gern. Fahren Sie mich bitte zum Flughafen. So, das waren meine 48 Stunden Istanbul. Diese Stadt ist so groß, es gibt so viel zu entdecken. Ich wünsche euch viel Spaß bei eurer Istanbul-Reise und bis bald. Istanbul. Eine Stadt mit vielen Gesichtern. Geschichtsträchtig, ruhelos und nie ganz zu erfassen.